Viele Mythologien kennen auch gefährliche, dunkle und unheimliche Götter, die aber doch verehrt und tief respektiert werden. Und kaum eine Gottheit verkörpert diese Rolle als dunkler und gefährlicher, aber doch wichtiger und mächtiger Gott besser als Set, der ägyptische Gott des Chaos, der Gewalt, der Wüsten und der fremden Länder. Und damit willkommen zu einem neuen Video zur ägyptischen Mythologie. Set ist ein mehr als ambivalenter Gott. Er ist der Herr von chaotischen Kräften und ein Gott der Kraft und Gewalt. In seinen berühmtesten Rollen in den Mythen ist er ein Mörder und ein Thronräuber und scheinbar eine eindeutig böse Figur. Und doch war Set eine Gottheit, die nicht nur gefürchtet wurde, sondern auch zutiefst respektiert und verehrt wurde, mit einem eigenen, wichtigen Kult. Set wird praktisch immer in seiner Form als menschliche Figur mit einem Tierkopf dargestellt. Was dieses Tier aber sein soll, ist tatsächlich völlig unklar. Das aus diesem Grund auch nur als Set-Tier bezeichnete Wesen, das auch die Hieroglyphe für diesen Gott bildet, hat eine lange und krumm gebogene Schnauze, aufrechte und oben eckige Ohren und wird meistens in schwarzer Farbe gezeigt. Kein Tier, das in Ägypten vorkommt, lässt sich wirklich damit identifizieren. Aber es gibt zumindest einige Vorschläge, was das Set-Tier sein könnte. Auch wenn die gebogene und lange Schnauze nicht ganz passt, werden so der Schakal oder auch der Saluki, eine Hundeart aus dem Nahen Osten, vorgeschlagen. Aber auch Tiere wie der Esel oder das Erdferkel werden vermutet. Am Ende aber gibt es keine klaren Hinweise darauf, was für ein Tier es nun wirklich sein soll oder ob das Set-Tier wirklich überhaupt ein echtes Tier war. So gibt es auch die Interpretation, dass das Set-Tier nie auf einem echten Tier basierte, sondern ein Mischwesen ist oder eine mythische Kreatur, das eben nur Set repräsentiert. Und während Set eben vor allem in seiner menschlichen Form mit diesem Kopf dargestellt wird, verwandelt er sich in vielen Mythen in die verschiedensten Formen. Und durch all diese Verwandlungen sind auch viele Tiere mit ihm verbunden, als die er ebenfalls zum Teil gezeigt wird. Betont wird aber stets dabei seine Stärke und seine Gewalt. Set gilt sogar als der stärkste aller Götter. Als Waffe trug er einen Stab oder eine Keule, die so schwer war, dass nur er sie heben konnte. Seine Stärke wird dabei sowohl positiv wie auch negativ präsentiert. Auf der einen Seite ist er damit eine schützende Figur. Und die Stärke des Pharaos wird durch Set repräsentiert. Und er erschlägt damit Feinde des Pharaos und der Götter. Auf der anderen Seite aber ist seine Kraft auch zerstörerisch und gefährlich, und er ist ein Gott der vernichtenden Gewalt. Eine dazu sehr passende weitere Rolle von Set ist dann auch die als Gott der Unwetter und der Stürme. Mit seiner großen Gewalt bringt er den Himmel in Unruhe und löst Gewitter aus, und der Donner soll der laute Ruf von Sets Stimme sein. Auch diese Qualität als Unwettergott ist zweischneidig. Set kann als Wettergott lebenswichtigen Regen bringen, aber auch zerstörerische Stürme und Überflutungen. Ihn anzurufen, konnte das Wetter besänftigen und günstiges Wetter bringen. Aber seine Wut brachte vernichtende Stürme und Unwetter. Ganz ähnlich zweischneidig ist es dann auch mit Sets größter Funktion. Er ist der große Gott der Wüste, die ein Ort voller Gefahren ist, aber auch voller Schätze. Und über all diese Dinge hat Set Macht. Er beherrscht die Sandstürme der Wüste und viele Tiere dort wurden als seine Wesen gesehen. Besonders die Oryx-Antilope, der Wüstenesel und der mythische Greif galten als seine Tiere. Aber die Wüste bot für die Ägypter auch wichtige Dinge und so hatte Set als Wüstengott eben auch wieder positive Aspekte. Er wird als der Fürst des Roten Landes bezeichnet und in Texten der frühen dynastischen Zeit wurde er als Herr von Ombos, als der Hauptgott der östlichen Wüste, gesehen. Dort gab es viel Gold, das von den Ägyptern auch abgebaut wurde. Und als Herr jenes Landes wurde Set auch als Gott des Goldes der Wüste gesehen. Zugleich aber heißt es auch, dass seine Knochen, anders als die der anderen Götter, nicht aus Silber waren, sondern aus Eisen. Und manchmal wurde er ganz allgemein als der Gott der Metalle beschrieben.
Und auf der anderen Seite von Ägypten, in der westlichen Wüste, war Set auch noch bis in die griechisch-römische Zeit als der Herrscher der Oasen bekannt und damit der Herr des lebensnotwendigen und rettenden Wassers in der Wüste. Er spielte daher vor allem auch für Händler und für Karawanen, die diese Orte durchqueren mussten, eine besonders wichtige Rolle. In Texten wie der Theologie von Memphis herrscht Set aber nicht nur über die Wüste, sondern ist sogar der Herrscher von ganz Oberägypten. Und er wurde damit auch durchaus stark mit der Herrschaft assoziiert. Und schließlich wurde Set auch noch als der Gott der fremden Länder verehrt. Erneut eine Rolle, die ihn vor allem bei Händlern beliebt machte. Aber auch diese letzte Rolle konnte positiv und negativ sein. So war Set auch der Gott der Gefahren, die von fremden Reichen und äußeren Mächten ausging. Und zugleich war er auch der Beschützer gegen diese, der diesen fremden Mächten Angst machte und sie fernhalten konnte. In den Mythen ist bereits Sets Geburt von außergewöhnlicher Gewalt geprägt. Zusammen mit Osiris, Isis und Neptis war Set ein Sohn von Geb und Nut, von Erde und Himmel. Als er aber geboren wurde, zerriss er von innen heraus den Leib seiner Mutter und brach aus ihr gewaltsam hervor und kam so mit Blut und Grausamkeit zur Welt. Der Ort seiner Geburt war dabei Oberägypten, wo auch sein größter südlicher Tempel lag und wo vermutlich auch sein Kult seinen Ursprung hatte. Sowohl wegen Sets oft dunkler Rolle in den Mythen, aber auch wegen der Gewaltsamkeit seiner Geburt wurde der Geburtstag von Set als ein Tag der üblen Omen und als ein böser und gefährlicher Tag gesehen. Ebenso wie Isis dann zur Gemahlin von Osiris wurde, bildeten auch die Geschwister Set und Neptis ein Paar, und sie ist seine häufigste Partnerin. Aber auch andere Göttinnen wurden ihm zur Seite gestellt. Manche Texte nennen so auch die Göttin Neith, aber vor allem wurden ihm auch fremde Götter zur Seite gestellt. Eben wegen seiner Funktion als Gott der Fremde und der fremden Länder wurden ihm zum Beispiel Anat, eine altsyrische Kriegs- und Schutzgöttin, oder auch die semitische Göttin Astarte als Frauen zur Seite gestellt. Kinder werden dann für Set aber nur selten genannt. In den wenigen Erwähnungen sind darunter Serket und Sobek und selten auch noch Anubis und sein Bruder Wep-Wawet. Für alle diese Götter werden aber auch andere Väter genannt, wie etwa Khnum oder Osiris. Und diese auch meistens häufiger als Set. Viele Versionen der Herrschaftsgeschichte von Set berichten aber auch von vielen Söhnen, die er zu dieser Zeit gehabt haben soll, von denen aber meistens kein einziger einen Namen trägt. Vermutet wird aber, dass der wilde und brutale Krokodilgott Maga einer jener Söhne von Set ist. Trotz allem aber werden Kinder von Set selten erwähnt und kaum betont. Familie war auch ganz allgemein das große Problem für Set, und seine berühmteste Rolle hatte er im Mythos von Osiris und Horus, sowohl als Mörder seines Bruders wie auch als Rivale seines Neffen um den Thron. Die ersten Herrscher von Ägypten und auch der Welt waren so einst die Götter, und als erster herrschte Ra, der sich aber schließlich zurückzog und nur noch als Sonnengott fungierte. Nach ihm ging die Herrschaft auf den Luft- und Windgott Shu über und nach diesem auf Geb. Und als auch Geb sich schließlich zur Ruhe setzte und seine Herrschaft weitergeben wollte, ging der Thron an dessen Sohn Osiris. Als Erstgeborener sollte er als nächstes herrschen, aber seine Herrschaft endete nicht friedlich. Set war eifersüchtig auf seinen Bruder und wollte den Thron für sich. Bald schon schmiedete er Pläne, und schließlich ermordete Set seinen Bruder. Osiris wurde von ihm getötet, und schon die ältesten Inschriften, die Pyramidentexte, spielen auf diese dunkle Tat von Set an, was ihn schon sehr früh als einen Mörder und Thronräuber charakterisiert. In der berühmtesten, wenn auch weit später entstandenen und eigentlich griechischen Version dieses Mythos schließen Set und seine Anhänger Osiris zunächst in eine Kiste ein und werfen ihn in den Nil, wo er dann ertrinkt. Als Isis den Körper ihres Mannes zurückholt, greift Set erneut an und schneidet Osiris Leiche in Stücke und verteilt die Stücke über ganz Ägypten. Damit wäre dessen Körper zerstört, was seine völlige Vernichtung bedeuten würde. Isis wollte das natürlich nicht zulassen
und sammelte alle Teile wieder ein und stellte Osiris Leichnam wieder her. Unterstützt wurde sie dabei vom weisen Thoth, der ihr mit Rat und Magie zur Seite stand, und von Anubis, der seinen Vater Osiris mumifizierte und bewachte. Set gab sich aber so leicht nicht geschlagen und versuchte immer wieder den Körper von Osiris doch noch zu zerstören, während er den Thron bestieg. Er kam in der Form verschiedener Tiere und sogar die Gestalt anderer Götter wie die von Anubis nahm er an, um die Leiche von Osiris zu bekommen. Aber am Ende scheiterte er stets. Eine Geschichte berichtet zum Beispiel davon, wie er als Leopard versuchte Anubis zu vertreiben. Aber der schreckliche Wächter ließ sich davon nicht beeindrucken. Er besiegte Set und verbrannte dessen Fell, wodurch die Leoparden ihre Punkte bekamen. Aber Anubis häutete Set auch und trug seinen Pelz fortan als Warnung. Und auch wenn Set dadurch nicht zu töten war und das Ganze überlebte, scheiterte er am Ende doch. Osiris ging sicher in die Unterwelt ein und wurde dort zum Herrscher über das Totenreich. Und auch in der Welt der Lebenden war Sets Herrschaft nicht gesichert. Isis hatte mit Osiris noch einen Sohn gehabt, Horus, und der hatte damit einen Anspruch auf den Thron. Auch ihn versuchte Set schon als Kind mehrfach zu ermorden und damit zu beseitigen. Aber auch hier schaffte es Isis, ihn zu überkommen. Auch die anderen Taten von Set als Pharao waren nicht gerade positiv. Seine Herrschaft wird erst grausam gezeigt und er versuchte Isis und auch seine eigene Frau Neptis einzusperren und mehrfach versuchte er auch, Isis mit Gewalt zu nehmen. Schließlich aber war Horus herangewachsen und erhob seinen Anspruch und forderte den Thron, den sein Vater ihm eigentlich vererbt hätte, womit der Kampf zwischen Horus und Set begann. Viele der Götter standen dabei auf Horus' Seite und unterstützten seinen Anspruch. Aber Set hatte auch selbst viele Anhänger und vor allem war der alte Sonnengott Ra auf seiner Seite. In einigen Versionen versuchte Geb noch zwischen den beiden zu schlichten und entschied, dass Ägypten geteilt werden sollte. Horus sollte Unterägypten bekommen, wo sein Vater ertrunken war, und Set seinen Geburtsort Oberägypten. Damit sollten sie beide ein Reich beherrschen und zufrieden sein. Das aber waren sie nicht. Der Konflikt ging weiter. Sowohl vor dem Gericht der Götter, in langen und komplexen Verhandlungen machten sie ihren Anspruch geltend, wie auch in vielen Wettbewerben und Kämpfen, um zu zeigen, wer von ihnen der bessere und würdigere Herrscher wäre. Wieder und wieder versuchte Set mit Plänen und Gewalt Horus zu besiegen, während dieser ihm oft mit der Hilfe von Isis widerstand. Der ganze Streit soll ganze 80 Jahre gedauert haben und bestand aus so manchen Geschichten mit Betrug, Listen, Siegen, Niederlagen und Strafen für beide Seiten. Horus verlor dabei ein Auge und Set wurde beinahe kastriert, Isis sogar zwischenzeitlich enthauptet und mehr. Am Ende aber verlor Set. Je nach Version musste er am Ende einfach aufgeben und Horus als den wahren und würdigen Herrscher anerkennen. Oder aber in anderen Versionen wurde er von ihm besiegt und gefangen genommen und sogar in die Unterwelt vor Osiris gebracht, um gerichtet zu werden. Besonders dieser Mythos zeigt Set als eine böse und feindliche Figur. Ein Gott des Chaos und ein Feind der Ordnung, was für die Ägypter eine der schlimmsten Sachen überhaupt war. Trotzdem aber ist Set eben nicht immer negativ. Seine große Kraft und seine Gewalt sind oft auch ein entscheidender Schutz für die Götter gegen viele Feinde und ganz besonders für Ra, was vielleicht auch der Grund ist, warum der Sonnengott eben Set in seinem Anspruch auf den Thron unterstützt hatte. Auf seiner Reise mit der Sonnenbarke durch die Unterwelt jede Nacht wird Ra so vor allem von Apophis, der Schlange des Chaos, bedroht. Dieser Feind will Ra verschlingen und damit die Sonne und die Ordnung der Welt vernichten. Und eben gegen diesen Feind beschützt ihn Set. In vielen Versionen ist er sogar der Einzige, der das kann. So kann der brennende Blick von Apophis alle anderen Wächter der Sonnenbarke und von Ra erstarren lassen. Set aber widersteht dieser Macht und mit seiner Keule oder einem Speer erschlägt und ersticht er jede Nacht Apophis und rettet damit Ra, die Sonne und die Ordnung.
Ohne Seth würde Ra verschlungen werden und die Welt in Dunkelheit und Chaos versinken. Und so stellt dieser Teil der Mythen Seth als eine sehr wichtige und für seine Stärke wertvolle Figur dar. Und ähnlich vielfältig sind auch noch die zahlreichen weiteren Erwähnungen, Anspielungen und kleineren Geschichten zu Seth. In vielen ist er ein Feind und Zerstörer, aber in anderen auch wieder ein großer und mächtiger Krieger. In einer Geschichte raubt Seth so zum Beispiel das linke Auge des Sonnengottes, den Mond, und Horus muss diesen zurückholen und wiederherstellen. In anderen Geschichten zerstört Seth viele wichtige Dinge, wie heilige Bäume und ähnliches. Aber als sich zum Beispiel Yam, ein monströser Gott des Meeres, erhob, war es Seth, der diesen besiegte. Und auch viele Dämonen und ähnliches werden ihm von Seth erschlagen und vertrieben. Besonders der Mythos von Yam ist auch einer, der sehr direkt dem kanaanitischen Mythos des Kampfes von Baal gegen Yam entspricht. Und tatsächlich wurde Seth unter anderem auch mit diesem fremden Gott der Stürme gleichgesetzt. Einige ägyptische Inschriften bezeichnen Seth sogar als den Baal des Schlachtfeldes. Und so wurde Seth auch, ganz ähnlich zu seinen Auftritten in der Mythologie, auf verschiedenste Weisen in der ägyptischen Kultur gesehen. Er war gleichzeitig ein gefürchteter und dunkler Gott, wie auch ein respektierter und verehrter. Seth ist einer der ältesten Götter Ägyptens, der in der oberägyptischen Nakada-Kultur schon in der vordynastischen Zeit, also vor über 5000 Jahren, als ein wichtiger, vielleicht sogar als Hauptgott verehrt wurde. Dort befand sich auch später noch sein größtes Kultzentrum und sein wichtigster Tempel. Aber auch in anderen Teilen Ägyptens wurde er über die Jahrhunderte verehrt. Im nordwestlichen Nildelta wurde er so ebenfalls verehrt und hatte dort einige Tempel. Auch sehr viele Inschriften nennen ihn durchaus positiv. Er wird als die Stärke des Pharaos bezeichnet und als Seth auf den Bergen, der den fremden Mächten Angst macht und damit fremde Nationen von Ägypten fernhält. Auch um gutes Wetter wurde Seth gebeten und als Beschützer der Rebellen vernichtet und in den Wüsten Karawanen, Reichtum und Oasenwasser bringt. Besonders im Neuen Reich war die Anbetung von Seth stark und weit verbreitet. Aber seine größte Bedeutung hatte Seth schon einige Zeit davor, in der zweiten Zwischenzeit. In dieser Phase der ägyptischen Geschichte, von 1650 bis 1550 vor unserer Zeit, eroberten die Hyksos, was wörtlich Herrscher aus fremden Ländern heißt, unter Ägypten, und unter ihrer Herrschaft wurde Seth tatsächlich zur wichtigsten Gottheit erhoben. Eine Stellung, die sich aber nicht lange hielt. Und auch wenn Seths Kult vermutlich gerade deshalb im Neuen Reich ebenfalls gestärkt war, blieb er nicht völlig dominant. Vor allem auch deshalb nicht, weil er in vielen Teilen Ägyptens auch eben als feindlich und böse gesehen wurde. In Edfu zum Beispiel wurde der Sieg von Horus über Seth gefeiert. Texte und Bilder dort zeigen ihn als den großen Feind und stellen ihn als Nilpferd dar, das mit Harpunen getötet und durchstoßen wird. Und bei den Ritualen des Festes an sich wurden Tiere, die mit Seth assoziiert wurden, wie etwa eine Oryx-Antilope oder auch ein wilder Esel, vor der Statue von Osiris geopfert. Symbolisch wurde damit eine Tötung von Seth für Osiris und Horus durchgeführt. Im Neuen Reich sah man zudem auch die Versuche von Seth, Osiris zu töten und seinen Leichnam zu zerstören, auch als direkte Angriffe auf das Leben an sich, da die Lebenskraft stark durch Osiris repräsentiert wurde. Und völlig zum bösen Gott wurde Seth dann in der griechisch-römischen Zeit und in der Perspektive jener Herrscher gemacht. Die Griechen sahen so in Seth eine ägyptische Version des schrecklichen Ungeheuers Typhon, dem Vater der Monster, der die Götter vom Olymp vertreiben wollte und Zeus bekämpft hatte. Die Verbindung beider Figuren als Seth Typhon war gänzlich böse. Aber selbst noch in dieser Zeit konnte Seths Bild zwiespältig sein. In Zaubersprüchen, die zu dieser Zeit in Ägypten sehr weit verbreitet und stark verwendet wurden, wurde Seth auf der einen Seite noch immer als Zerstörer des Bösen genannt. Manche Zauber referenzieren eben ihn, um die Macht zu haben, böse Dämonen zu vertreiben und zu erschlagen.
Andere Zaubersprüche aber drehen sich eben um Set Typhon. Und sie dienen dazu, andere zu töten. Womit sie eben auch zu den dunkelsten und übelsten Zaubern gehören. Und so verkörpert kaum ein Gott die komplexe Natur der ägyptischen Götter und ihre Vielseitigkeit, aber auch ihre Entwicklung und den Wechsel in der Religion der Ägypter so sehr wie Set. Ein Gott, der zugleich ein Feind und ein gewalttätiger Herr des Chaos war, wie auch ein starker Beschützer der Sonne, ein wichtiger Sturmgott und die Kraft des Pharaos und ein Beschützer gegen fremde Mächte. Und damit verabschiede ich aus diesem Video zur ägyptischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema weitere Folgen in die Kommentare schreiben. Und ich sage vielen Dank an meine Patreons, die diese Videos ermöglichen. Und tschüss YouTube und bis nächsten Mal zu einem weiteren Video von Geschichte, Mythologie und Literatur.